Seien Sie sehr gespannt auf diese Reise in die digitale Transformation mit dem Geschäftsführer der SAP Deutschland, Hartmut Thompson, und dem CTO und Head of Innovation bei SAP EMEA, Rolf Schumann. Herzlich willkommen. Hallo, oder besser Moin, wie der Bremer sagen würde. Herzlich willkommen, liebe Kunden, Partner, SAP-Kolleginnen und Kollegen. Die digitale Zukunft hat begonnen und wir wollen Sie mitnehmen auf die Reise in die digitale Transformation. Wie es so ist im Leben, wer reist schon gern allein? Das tue ich auch nicht. Also habe ich den Rolf Schumann mitgebracht. Ich glaube, man reist lieber zu zweit. Ich freue mich, hier zu sein heute. Heute bei Ihnen, wieder in Bremen, auf dem DSA-Jahreskongress. Es ist der dritte Tag, 2,5 Tage sind rum. Sie haben viel gehört zum Thema Digitalisierung. Was heißt eigentlich Digitalisierung? Digitale Transformation. Ich glaube, es gibt keine Definition. Ich habe zumindest im Internet keine gefunden. Und wahrscheinlich gibt es auch, wenn man sich überlegt, wie komme ich dahin, wie kommt mein Unternehmen dahin, gibt es auch nicht einen Weg, sondern es gibt sehr, sehr viele Wege. Ich habe am Sonntag in der Welt gelesen, und es hat mir besonders gut gefallen, Software ist eine Dampflok. Was soll das heißen? Relativ einfach. Das, was die Dampflok für die industrielle Revolution war, ist Software für die digitale Transformation. Ich glaube, das beschreibt es sehr, sehr gut. Software ist der Enabler. Was sehen wir, wenn wir schauen? Wir sehen, dass auch in Branchen, die sehr traditionell sind, digitale Geschäftsmodelle neu entstehen. Sei es im Handel, in der Mode, in der Stahlwirtschaft, im Bereich Automobil, aber auch in der Abfallwirtschaft. Wir fangen plötzlich an, dass wir Mülltonnen vernetzen, um zu sehen, wie der Füllstand ist. Was haben alle diese Geschäftsmodelle miteinander gemeinsam? Sie sind zum einen sehr oft disruptiv, zum anderen sehen wir aber auch, dass die Branchengrenzen verschwinden. Das heißt, ich kann nicht mehr klar unterscheiden, in welcher Branche bin ich eigentlich tätig. Und ich kann mich nicht nur messen und schauen, was machen meine Peers in einer Industrie, sondern ich muss über die Industriegrenzen hinwegschauen. Das Wichtige, was wir mitnehmen sollten, ist Technologie. Software ist die Basis, ist der Enabler. Damit aber neue Prozesse entstehen, neue Geschäftsmodelle entstehen, ist es ganz wichtig, dass der Mensch und das Verhalten des Menschen und die Verhaltensänderung spielen eine ganz, ganz große Rolle. Lassen Sie uns das mal veranschaulichen anhand einer Reise durch die Fotografie. Und ich glaube, das verdeutlicht das sehr gut, wenn wir uns einfach mal anschauen, wie das Ganze begann mit dem Fotoapparat. Also ich habe den nicht mehr kennengelernt, aber ich habe die Bilder noch gesehen bei meinen Großeltern, die mit so einem Apparat gemacht worden sind. Was war das Besondere daran? Ich brauchte einen Experten, der fotografiert. Und es hat relativ lange gedauert, bis man dann das eine Bild gekriegt hat. Und wenn der eine oder andere komisch geguckt hat auf dem Bild, na gut, dann war es halt so. Aber man hatte keine Chance, da irgendwas zu retuschieren, geschweige denn das Ganze zu reproduzieren. Das Interessante war, nachdem man diese Bilder einmal hatte von dem Experten, gab es die ersten, sag mal, vollautomatischen Apparate und man hat diesen Fotografen ersetzt. Man selbst hat fotografiert. Das heißt, zum ersten Mal hat sich die Rolle des Menschen verändert. Und zwar, dass er sagt, Mensch, ich packe hier einen Film rein, ich mache die Aufnahmen selbst und irgendwann bringe ich den Film zu entwickeln. Sie sehen hier diese typischen Urlaubsreisen, man hat dann 21 Bilder gehabt, irgendwann 36er Film. Das Interessante war, der Übergang, dass der alte Fotograf, der früher nur die Fotos gemacht hat, plötzlich einen Fotoladen hatte, wo man die Filme hinbrachte zum Entwickeln. Und wir alle kennen das Problem, dass man dann im Herbst endlich die Bilder vom Osterurlaub hatte, weil halt noch 8 Bilder drauf waren auf dem Film und die so wahnsinnig teuer waren zum Entwickeln. Wer kann sich an dieses Gerät noch erinnern? Was war das Besondere daran? Ich konnte einen Schnappschuss machen. Ich konnte jetzt ein Foto machen und ich hatte innerhalb von 3-4 Sekunden, nein, Minuten waren das noch. Das war natürlich nicht Realtime, es war aber nahe Realtime, hatte ich ein Bild.
Wir probieren das jetzt mal aus. Rolf, komm mal her. Ich weiß nicht, wo ich raufdrücken muss. Doch, ich weiß es. Die Gefahr ist, ich habe ein Jahr nicht mehr fotografiert damit. Ich weiß nicht, ob es noch funktioniert. Es sollen angeblich noch zwei Bilder drin sein. Nimm die Leute mit drauf. Nimm die Leute mit. Naja. Ja. Ich muss schon aufmachen. Das ist der Grund, warum ein Cheftechnologe auf der Bühne ist. Krass. Guck mal, aber das ist das Problem. Ich kann mit alter Technologie gar nicht mehr umgehen, Rolf. Das ist richtig. Aber dafür habe ich dich. Unser Ergebnis ist ja nicht wirklich toll. Das Ergebnis, haben wir eine Kamera hier. Es ist einfach nur braun und ein Verlauf. Aber ich schüttel mal, vielleicht kommt was bei raus. Das Interessante ist, was der Harry eben, ich schüttel mal weiter, ich glaube, das geht schief. Ich gebe dir hier mal so ein... Genau, gib mir mal was, ich gebe dir mal ein neues was. Gib mir was Modernes und schüttel hier weiter. Das Interessante ist, während wir hier diesen Schnappschuss herausfinden, kam wirklich eine richtige Revolution in die Fotografie, die digitale Kamera. Man hat zum ersten Mal einen Chip drauf gehabt, sie erinnern sich, Megabyte war auch sehr, sehr teuer, 64 Megabyte. Und dann muss man sich vorstellen, man hat geknipst, wie man hier sieht, alles Mögliche. Großflächig, volle Pixelzahl. Und das Spannende war, man konnte zum ersten Mal Bilder sich selbst anschauen. Also das Entwickeln musste man nicht erst erschütteln, hat das Ergebnis gehabt, sondern man konnte das einfach auf dem Display löschen. Und das Interessante war vor allem, dass ich auch, nachdem das Foto getätigt wurde, mit Software, Photoshop, auch so Kleinigkeiten wie ein Doppelkinn, das man kurz wegretuschieren konnte. Und somit wurden die Bilder immer besser, weniger die Porträts. Aber das Interessante, man musste auch nicht mehr in den Fotoladen gehen, weil ich konnte per Internet meine Daten übertragen und meine digitalen Fotoalben machen. Und das Ganze hat sich dann irgendwann dahin entwickelt, ja, dass ich nicht einmal die Daten weggeschickt habe. Also bitte nicht lachen, dass der rosa ist. Ich habe gestern Morgen meine Tochter gefragt, ob sie mir leid. Und sie dachte, Papa, was willst du damit? Ja. Ich konnte es ja nicht so richtig erklären, was ich damit will. Aber schauen Sie sich die Fotos an. Ich glaube, das ist sehr repräsentativ, was Sie dort sehen. Wir fotografieren alles, was wir sehen, ohne uns Gedanken zu machen. Wir drücken 10-mal rauf und wir haben Bilder. Und wir haben sie in Realtime. Und das Gute ist dabei, wir können sie sofort versenden. Das heißt, wenn ich sie auf diesem Gerät habe, bin ich vernetzt. Ich bin mit allen vernetzt. Ich bin über Facebook, ich bin über Snapchat oder, was wir uns da sonst noch so vorstellen können. Rolf, komm doch mal her. Wir machen mal einen Schnappschuss von uns beiden. Komm mal dahin. Stell dich mal dahin. Wir beide mal hier. Ja? Phänomenal. Phänomenal. Und jetzt guck mal. Ja, wir sind vernetzt und da ist es schon. Ja, unvorstellbar. Wenn wir uns diese Technologie angucken, wären viele digitale Geschäftsmodelle überhaupt nicht vorstellbar. Wie soll ein Amazon funktionieren, ohne dass dort Produkte abgebildet werden? Wie funktioniert ein Facebook, wenn nicht jeder seine Bilder hochladen könnte? Oder aber auch im geschäftlichen Zusammenhang, im B2B-Umfeld. Versicherungen schauen sich nicht mehr den Schaden vor Ort an, sondern sie geben sich damit zufrieden, dass 10 Fotos gemacht werden und die werden entsprechend analysiert. Was soll uns das Ganze erzählen? Auf dem Weg dahin, auf dem Weg in die digitale Realität sind viele Firmen verschwunden, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass es mit so einer Geschwindigkeit vorangeht. Ob das eine Aqua, eine Kodak war oder zuletzt sogar eine Nokia, die sehr stark war mit ihren Handys, aber nicht erkannt hat, dass Handys nicht mehr die Zukunft sind, sondern es sind Smartphones. Und es hat sich nicht nur die Technologie verändert, sondern es hat sich auch das Nutzerverhalten verändert. Ich brauchte früher einen Fachmann, der mich fotografiert. Dann konnte es vielleicht ein Familienmitglied oder Freund machen. Heute brauche ich niemanden mehr, ich kann es alleine machen. Vor 10 Jahren unvorstellbar, dass jemand so eine Polaroid hinhält und sich selbst fotografiert. Heute mit dem Handy ist das ganz normal, dass sich Menschen selber aufnehmen. Wird da was mit dem Foto raus? Nee. Lass uns digital bleiben. Gut, bleiben wir digital. Ich würde vorschlagen, Rolf, wir gucken uns mal an, was bedeutet es eigentlich für die SAP? Lass uns doch die Zeitreise mal anschauen, was hat sich bei der SAP getan? Das ist interessant, weil wenn man sich vorstellt, was Harry eben sagte, die Veränderung von Technologien, die immer wiederum ja, die Gesellschaft verändert haben. Wir hatten 3 große Veränderungen, Sie kennen das, die industrielle Revolution, 18. Jahrhundert, danach kam also durch die Dampfmaschine, danach kam natürlich Henry Ford, 1920 mit der Massenfertigung und dann kam in den 70er Jahren, was man hier sieht, das erste Mal die Digitalisierung, die Computer haben Einzug gehabt in die Unternehmen. Das war eine Massendatenverarbeitung, es fing damit an, dass man mal anfing, den, ich sag mal,
Durchlaufzettel mit 7 Durchschlägen für eine Bestellung durch verschiedene Abteilungen zu bringen und zu sagen, können wir das nicht elektrifizieren? Das war eine Art Massendatenverarbeitung, die dann darin endete auf dem Mainframe, dass man meistens für einzelne Fachverfahren angefangen hat, diese Dinge vollkommen zu automatisieren. Es war noch sehr stark isoliert, es war sehr stark auf einzelne Prozesse abgebildet und es haben sehr wenige Menschen damit gearbeitet, aber es sind richtige Massendaten entstanden und wir haben natürlich auch SAP mit R1 und R2 in dieser Zeit angefangen, Prozesse zu standardisieren. Richtig erfolgreich und, ich sag mal, skaliert hat sich das Ganze dann im nächsten Schritt, als man sagte, es geht noch viel mehr an die Menschen. Also während es am Anfang wenige Menschen waren, die die Massendatenverarbeitung in Unternehmen betrieben haben, hat man über das Thema Client Server, den Personal Computer natürlich alle erreicht. Man hat plötzlich erkannt, IT betrifft jeden. Im Business natürlich dann auch zu Hause. Und als man dann anfing, immer mehr Prozesse zu standardisieren, und Mitte der 90er Jahre war das hoch, war natürlich jedem Unternehmen klar, ohne IT, ohne Standardprozesse kriege ich keine sogenannte Operational Excellence hin, oder im Englischen diese Bottomline, ich habe meine Kosten nicht im Griff und ich habe die Abläufe nicht im Griff. Und aus dieser Zeit erinnern wir uns, wir fingen natürlich dann an, die Prozesse, die man normalerweise kannte, innerhalb, sagen wir mal, der Buchhaltung, Finanzbuchhaltung, Controlling, in die Fertigung zu bringen, Produktionsplanung. Und irgendwann waren das ganze Unternehmen vernetzt. Man wurde aus dem Intracompany eine Intercompany. Man hat sich mehrere Fabriken angeguckt, mehrere Standorte. Und dann natürlich Ende der 90er Jahre kam das Internet. Und wir alle wissen, wir haben unsere Prozesse weit über die Unternehmensgrenzen hinweg vernetzt. Und das Spannende war, man hat dann angefangen, mobil zu werden. Das mobile Internet, mobile Endgeräte. Aber eins ist klar, die Prozesse, die Abläufe, das Denken war eigentlich immer noch recht stabil. Und ich habe viele Kunden immer wieder kennengelernt, die sogar noch klassische Prozessansätze und Strukturen aus einer R2-Welt in der heutigen Welt ablaufen lassen. Warum auch nicht? Es sind Standardprozesse, die müssen einfach laufen. Dieser stabile Kern ist die Grundlage des Handelns, auch wenn wir über Internet uns komplett vernetzt haben, unsere B2B-Beziehung bis zum Kunden verändert haben. Das Interessante, wenn man sich jetzt überlegt, was ist anders in der digitalen Transformation? Wir haben Standardprozesse und die werden immer da bleiben. Was wir aber sehen, ist, dass man anfängt, und wir reden jetzt von etwas, was ich Physical Internet nenne, nicht nur Internet der Dinge oder Internet of Everything. The Physical Internet, das heißt alles, was physisch vorhanden ist, Kleidung, ein Tisch, ein Auto, auch der Mensch, den man über Twitter und Social Media Daten verteilt, wird plötzlich vernetzt. Diese digitale Welt, in der wir seit 40 Jahren uns wirklich jeden Tag tummeln, Prozesse haben, wird plötzlich verheiratet, vermischt mit der physischen Welt. Es gibt keine Grenzen mehr. Und auch die Einheit, die kleinste Einheit, das kleinste Aggregat ist das Ding oder die Sache. Mit anderen Worten, ich habe plötzlich diese berühmten 70 bis 80 Milliarden Endbenutzer, Enduser, die direkt mit den Systemen kommunizieren. Und jetzt merkt man, können wir noch Prozesse so denken? Weil in der Vergangenheit waren die Aggregate andere Sammelbestellungen, Menschen, Prozesse. Jetzt kommt jede Sache in eine direkte Interaktion und diese alte digitale Welt ist direkt vernetzt in Echtzeit mit einer physischen Welt, die physikalische Welt, the physical Internet. Und jetzt muss man sich überlegen, bei diesen Benutzern, die plötzlich kommen, ob eigentlich unsere Prozessansätze den Anforderungen noch standhalten. Und da gibt es jede Menge Entwicklungen und Trends, wo man einfach sich die Fragen stellen muss, ist es noch zeitgemäß, in den stabilen Prozessen, dem stabilen Kern zu denken? Wir sehen momentan im Markt 5 Megatrends. Was bedeutet 5 Megatrends? Diese Megatrends bieten die Notwendigkeit, aber vielleicht auch die Möglichkeit, meine heutigen Geschäftsprozesse oder auch Geschäftsmodelle zu überarbeiten oder auch zu überdenken. Das muss jeder für sich selber tun, weil es gibt hier nicht richtig oder falsch, sondern jeder muss überlegen, wie kann ich in meinem Geschäft von diesen neuen Trends profitieren? Wie kann ich sie einbauen, so dass ich erfolgreicher in der digitalen Welt bestehen kann? Ein Megatrend, ich glaube, das wissen wir alle, den sehen wir auch täglich, ist das Thema Hyperconnectivity. Wir alle vernetzen uns und nicht nur wir vernetzen uns im Internet mit heute fast 3 Milliarden Nutzern.
Wir sehen auch in sozialen Netzwerken 1,3 Milliarden Nutzer, aber auch Dinge vernetzen sich. Da wissen wir alle nicht genau, wie schnell geht das, aber eins ist sicher, ob es jetzt die 20 Milliarden Dinge erst 2020 oder schon 2016, 17 sein werden, spielt keine Rolle. Dieser Zug, dieser Trend ist nicht mehr aufzuhalten. Und daraus, wie der Rolf gerade gesagt hat, entsteht natürlich die Notwendigkeit, wie kann ich davon profitieren, dass wir alles, ob Mensch oder Ding, sich zukünftig miteinander verbinden. Das führt dazu, dass wir überlegen müssen, passen meine Geschäftsprozesse, so wie ich sie heute habe, passen sie noch? Der zweite Megatrend ist das Thema Supercomputing. Was wir sehen ist, dass die Datenmengen einfach stetig steigen. Wir haben eine Vielzahl von neuen Datenquellen, strukturiert, unstrukturiert. Ich bin nicht mehr in der Lage, physisch die Datenmengen von A nach B zu transportieren. Ich muss gucken, dass ich sie dort analysiere, wo die Datenmengen anfallen. Code to Data spielt eine ganz große Rolle. Und hier sind wir als SAP sicherlich mit unserer HANA-Technologie, die es ermöglicht, in Realtime sehr große Datenmengen zu verarbeiten. Es gibt keinen Batch-Prozess mehr. Sehr, sehr gut aufgestellt. Der dritte Megatrend, den wir sehen im Markt, ist das Thema Cloud. Ob das Infrastructure as a Cloud, Software as a Service oder Plattform as a Service ist, spielt keine Rolle. Wir sehen, die Welt wird hybrid werden. Wir werden ganz unterschiedliche Deployment-Modelle sehen. Was mir wieder klar geworden ist, wofür brauche ich eine Cloud und wobei hilft eine Cloud, wenn es wirklich um Time-to-Market, um Schnelligkeit geht, wenn es darum geht, Innovationen sehr schnell in den Markt zu bringen. Jeder von Ihnen, die meisten von Ihnen, haben wahrscheinlich mitgekriegt, dass Apple vor einer guten Woche ein neues Betriebssystem lanciert hat. Innerhalb von einer guten Woche sind über 50% der Devices auf den neuesten Release-Stand gebracht worden. Ich glaube, das ist unvorstellbar, dass sowas in einer On-Premise-Welt funktionieren könnte. Das heißt, Time to Market ist für mich, ist es, dieser Wert ist unvorstellbar eigentlich. Wenn ich denke bei der SAP, was für einen bunten Mix an Release-Ständen wir bei Ihnen leider haben. Sowas wäre mit einer Cloud-Lösung in der Zukunft besser zu bewerkstelligen. Dann sehen wir einen weiteren Trend und das ist das Thema Smarter World. Unter Smarter World verbergen sich ganz viele Buzzwords wie Künstliche Intelligenz, Robotics, aber vor allen Dingen auch Themen wie 3D-Druck. Das Potenzial von 3D-Druck ist unvorstellbar. Aber auch das Thema Segment of One. Die Produkte werden immer mehr individualisiert, egal in welchem Bereich. Der fünfte Megatrend, den wir sehen, ist das Thema Cybersecurity. Wenn wir alles vernetzen miteinander, spielt natürlich das Thema Sicherheit eine viel, viel größere Rolle. Und das Thema Sicherheit ist etwas, was bei der SAP schon immer sehr groß geschrieben wurde, seit 43 Jahren. Mit unserem ersten Business-Applikation haben wir immer auf das Thema Sicherheit fokussiert. Und wir sind derjenige, der nicht nur die Datensicherheit gewährleistet, sondern auch die Interaktionen, die Identitäten. Und ganz wichtig in einer digitalen Welt ist natürlich auch, dass ich Trusted Supplier habe. Dass die Partner, mit denen ich interagiere, dass ich denen vertrauen kann. Rolf, wenn du jetzt diese Megatrends mal so reflektierst, was bedeutet das für den Status quo vieler unserer Kunden heute? Ja, danke, Harry. Das Thema ist halt, wenn man die Megatrends einfach mal rekapituliert, erkennt man, dass wir eigentlich in dieser Big-Data-Welt leben. Das ist kein Trend mehr, das ist kein Hype, das ist Realität. Das heißt aber, wir haben die Daten aus zig verschiedenen Quellen und wir haben gar nicht mehr die Zeit, bei der Prozessierung Aggregate zu bilden und die Daten noch hin und her zu schieben. Deswegen gibt es auch solche Announcements, dass man sagt, wie kann man zum Beispiel Hadoop-Cluster direkt mit HANA-Capabilities auf einer SAP S4-Plattform nutzen. Ganz einfach mit einem, ich sag mal, funktionsfähigen Drill-Down, obwohl die Daten irgendwo herkommen. Das sind die Anforderungen, die man heute hat. Strukturierte, semi-strukturierte Daten plötzlich in einem strukturierten Prozesssystem in Echtzeit nahtlos integrieren zu können. Das ist die Voraussetzung. Allerdings sind unsere Softwareprogramme in der Form noch gar nicht geschrieben. Was ich mittlerweile immer wieder sehe bei Kunden, sind solche zwei Diskussionen. Die Prozesswelt auf der einen Seite und auf der anderen Seite, diese, reden wir mal von Innovationswelt, wo man sagt,
okay, das sind diese New Players, neue Herausforderungen. Man hat Big Data, riesen Datenmengen, die kommen aus unterschiedlichen Datenquellen, Datenformaten, meist auch noch aus unterschiedlichen Industrien. Ich überschreite die Industriegrenze und da gibt es irgendein Signal. Und dieses Signal brauche ich, um mein Unternehmen im Markt zu differenzieren. Da passiert was. Das ist wirklich hochwertig aus diesen riesen Datenmengen. Das ist Innovation, da gibt es auch neue Prozesse. Auch viele Unternehmen, die auf dem Markt sind, Ubers, die arbeiten gar nicht mehr in diesen klassischen relationalen Systemen. Die arbeiten nur in dieser innovativen Welt. Auf der anderen Seite kann ich Ihnen auch klipp und klar sagen, ohne einen Prozess, ohne einen Geschäftsprozess geht am Monatsende keine Rechnung raus. Und das ist genau das Spiel. Man hat also diese Prozesswelt, wo wir uns jetzt die Frage stellen, sind die Prozesse noch zeitgemäß über das Umfeld? Und ich habe diese innovative Welt. Und immer wieder hat man das in Unternehmen, Sie kennen das auch von Ihren Unternehmen, ich merke das, wenn in Fachbereichen Innovationsprojekte getrieben werden, oftmals auf anderen technischen Plattformen. Da hat man die SAP-Welt, wo es heißt, Mensch, das ist ja eventuell angestaubt. Und hier merkt man, die Realität ist, es funktioniert nur, wenn man beides in Einklang zusammenbringt. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel bringen. Als mich ein CIO angerufen hat von einem großen Versicherungsunternehmen, und das sagte, Mensch, Rolf, kannst du das vorstellen? Ich habe gerade einen Anruf erhalten, total ungezogen, von so einem Mitte-20-Jährigen von Facebook, der meinte, er würde mal gerne meine IT-Systeme assessen. Und dann meinte er, wie bitte, was wollen Sie? Der hat schon gedacht, das wäre so ein Witz aus dem Radio. Er wird sich halt mal gerne die IT-Systeme anschauen von der Versicherung, weil die Versicherung ist ja eh nicht mehr in der Lage, morgen Versicherungen zu verkaufen, weil die gar nicht mitkriegt, dass da ein Bedarf ist. Und das machen jetzt Sie. Und jetzt suchen Sie sich einen Versicherer, der dann die Prozesse im Backend abwickelt, weil man muss ja noch eine Versicherung verkaufen am Schluss, wenn man das Signal hat. Dann rief er mich an, sagt, sag mal, ist das nicht komisch und unverschämt? Sag ich, nee, ich glaube, man muss beides beachten, weil wie sieht es wirklich aus? Also wenn ich zum Beispiel mir jetzt überlege, am Wochenende könnte ich da wandern gehen, ja? Pfälzerwald zum Beispiel. Dann weiß Facebook, hey, der Rolf geht am Wochenende wandern. Die wissen aber auch, dass der Buckelfipp seit 3 Jahren nicht mehr im Berg war, nicht mal die passenden Schuhe hat. Und es wahrscheinlich sehr, sehr lustig wird, wenn der wandern geht. Dann sehen die noch, dass ich noch den Harry mitnehme. Dann sagen sie sich, da haben wir ja 2 Kadetten. Heute ist ein guter Tag für eine Unfallversicherung. Oder eine Unfallversicherung und eine Krankenhaus-Tagegeldversicherung. Also die erkennen relativ früh, da ist ein Bedarf. Und jetzt wären sie früher zum Marketingabteilung gegangen von Versicherungen, hätten das Advertisement verkauft. Und heute sagen sie sich, ich verkaufe jetzt in dem Moment nicht die Werbung, um dann zu warten, dass man eventuell was macht. Ich verkaufe jetzt die Versicherung, wo der Bedarf da ist. Und dann müssen die Prozesse loslaufen. Die Antwort von dem Versicherungsunternehmen war, aber Rolf, wir haben das doch. Ich habe doch meine 3.800 Produkte runtergestrippt auf 182 und mit so einer wunderschönen Halbfristlösung biete ich es an. Da sage ich, ja. Aber glaubst du, dass der Harry und ich auf dem Parkplatz aus dem Auto steigen, unsere Smartphones rausholen und dann rumsurfen aus 180 Versicherungen, welche heute passt? Das sind diese zwei Welten, die zusammenkommen. Und das sind typische Anforderungen, die man hat. Und das passiert jeden Tag. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie wir darauf reagieren bei SAP, gibt es etwas, wo man verstehen muss, wie sich die Plattform verändert hat. Und ich bin mir sicher, das Thema HANA Cloud Plattform ist nicht jedem geläufig. Und ja, wir bezeichnen es immer als eines der am besten gehütesten Geheimnisse bei SAP. Die HANA Cloud Plattform ist keine HANA, keine Datenbank. Das ist eine Plattform-as-a-Service-Angebot, sprich eine komplette Laufzeitumgebung, Entwicklungsumgebung, Integrationsplattform, wo man in der Lage ist, vollständige Applikationen zu bauen. In welcher Sprache auch immer, es ist hier ein Java-Stack drin, aber jetzt kommt's. Als Plattform-as-a-Service-Angebot hat SAP die Grundkomponenten gebaut und wir sind offen. Das ist eine offene Plattform mit OpenStack, Cloud Foundry. Wenn Sie sagen, nee, Rolf, ich brauche Node.js, weil ich komme mit der SAP XS Engine nicht hin, gar kein Problem. Das kann man erweitern. Man muss sich vorstellen, ich habe Unternehmen, die packen eine MongoDB rein, weil sie einen entsprechenden Prozess drin haben, neben einer HANA-Plattform, in dieser HANA-Cloud-Plattform. Dieser gesamte Teil, dass ich in der Lage bin, schnell neue Anwendungen zu bauen, da haben wir auch so Software gebaut, wie zum Beispiel für die Nationalmannschaft, als sie Weltmeister wurden, das ist darauf entwickelt worden. Auch in Hackleiten haben Sie bestimmt schon gesehen, das sind die Produkte, die darauf gebaut wurden. Komplett neue Applikationen. Nicht proprietär, auf 9 offenen Standards, erweiterbar durch Open Source. Es ist aber auch eine Integrationsplattform, weil wenn ich hier den innovativen Teil sehe, habe ich auf der anderen Seite das Thema S/4HANA, wo wir die Prozesse überdenken für die neue digitale Welt. Und das Schöne ist, ich habe die Prozesswelt und die HANA Cloud Plattform und da gibt es ein Element, diese HANA Cloud Integration, die macht nichts anderes, wie nahtlos Ihre Investitionen, das Wissen aus dem S4
in der Plattform zur Verfügung zu stellen. Sie müssen nicht, wenn Sie eine Währungsumrechnung machen, das neu bauen. Sie können es konsumieren. Und das Schöne ist, es ist semantisch integriert und da hat man dieses Thema materiellen Wertefluss nochmal gesehen. Vor allem den Investitionsschutz des ganzen Wissens. Ich diskutiere immer mit dem Wieland und mit dem Christoph Behrendt, wo ich sage, das ist so Wahnsinn, wir können das ganze Wissen, was wir Experten wissen, in Industrien haben, was sie in Unternehmen aufgebaut haben, ist plötzlich verfügbar auf einer offenen Plattform, wo junge Leute mit ihrem Wissen aus der Uni kommen und sofort arbeiten können. Das heißt, neben neuen Apps, den innovativen Apps, können sie auch Integrationsszenarien fahren, weil da läuft auch ein HANA-Framework unten drunter. Und das Interessante ist, sie können auch Extensions machen zu anderen Cloud-Lösungen. Was ich am wichtigsten finde, da ist auch das IoT-Framework von SAP drin, dass man den Zugriff hat auf diese neuen Daten, auf das Thema Big Data, auf das ganze Thema, wo sind die Sensoren. Und jetzt erkennt man, dass SAP von dem reinen Package-Application-Anbieter sich erweitert auch zum Plattform-Anbieter. Aber ich möchte nochmal sagen, ohne Prozesse geht es nicht. Wir müssen die Prozesse überdenken, aber ich brauche auch diesen innovativen Teil. Und es gibt keinen Anbieter im Markt, der das komplette Portfolio end-to-end darstellen kann. Und zwar auf der gleichen semantischen Grundlage, auch aus Integrationssicht. Weil eins ist wichtig, seit 43 Jahren ist es das Hauptargument, Prozessintegration end-to-end. Weil wir wissen alle, dass diese vielen Silos und die semantischen Brüche uns am Ende nicht helfen. Und das ist genau die Antwort drauf. Wenn man sich jetzt das Ganze überlegt, und dann möchte ich zurückgehen auf das, was der Bernd erzählt hat in seiner Keynote vor 2 Tagen. Dieses S4 ist dieses neue digitale Kern. Da geht es genau darum zu sagen, ich muss die neuen Prozessanforderungen aus dem Umfeld vom Kunden, Partner, Lieferanten umsetzen, neu denken. Und dieses Digital Core ist die Grundlage. Hier findet dieser integrierte materielle Wertefluss statt. Und wenn ich zurückgehe, als ich anfing mit SAP, und ich erinnere mich an Herrn Hopp noch, als er immer sagte, was macht ein erfolgreiches Unternehmen aus? Natürlich immer integrierter materieller Wertefluss, dass ich weiß in Echtzeit, was wirklich überall passiert. Aber es war immer zufriedene Mitarbeiter, bauen tolle Produkte, die von zufriedenen Kunden und Partnern gekauft oder halt in der Wertschöpfung umgesetzt werden. Genau da steht man wieder. Bloß in dieser neuen digitalen Welt. Ich habe einen stabilen Kern für die End-to-End-Integration. Die Prozesse muss man überdenken. Aber Sie sehen, Workforce Engagement, da geht es um die Mitarbeiter, die Talente. Das sind halt junge Leute, die Millennials, die bis zum Jahr 2030 75% der Workforce stellen, die aber sagen, ich arbeite in Projekten, ich habe keine starren Hierarchien. 40% sind Freelancer, ganz neue Anforderungen. Aber man braucht diese kreativen Leute. Man hat umgekehrt die Partner, dieses B2B geht über in Business Networks. Wir haben unsere Business-Netzwerke, da kriegt man über die direkte Integration plötzlich 1,7 Millionen Lieferanten für Zielgüterartikel. Und natürlich neben Partnerlieferanten, das Thema Kunden-Experience, Customer-Experience, Omnichannel, ein Kunde, der über alle möglichen Kanäle einkauft. Und ganz wichtig, jedes Unternehmen denkt sich momentan darüber nach, was heißt Digitalisierung für mein Produkt, eine Produkterweiterung oder für mein Servicegeschäft, was man über die HANA Cloud Plattform immer wieder sieht. Und Sie sehen auch, was plötzlich mit SAP passiert. Es geht nicht mehr nur um den Prozess. Wir schaffen es, über die Digitalisierung und diese Plattform, die offen ist, auch in die Kernprozesse bei Kunden einzubringen, in der früher proprietäre Eigenentwicklung standen und plötzlich hat man auf der gleichen Plattform die End-to-End-Integration. Das ist der Schritt, wo es hingeht und einfach ein Beispiel, der Kunde Fundamax aus Österreich, dass man mal das sieht, was es bedeutet, der stellt Schichtplatten her. Schichtplatten, das können zum Beispiel hier an dem Tisch sein, in Küchen, Außenhäuserfassaden. Und er hat gesagt, mein Geschäft hat sich verändert. Früher hat ein Küchenstudio 100, 200 Platten bestellt für eine Küche. Ganz einfach, da hat er MRP-Lauf das gemacht, die Losgröße war klar, hat seinen MRP-Lauf einmal pro Nacht gefahren, alles okay. Hat auch nie jemand nachgefragt, weil die wussten ja, 100 Platten, der produziert, irgendwann kommt es. Heute kriegt er Einzelaufträge. Das heißt, wenn er Einzelaufträge kriegt, ruft der Kunde auch danach direkt an, weil er sagt sich, ich habe nur einen Auftrag, das interessiert ihn. Aber du musst wissen, was ist mit dem Auftrag los? Jetzt muss man schauen, was ist die Durchlaufzeit. Wir können den MRP-Lauf in wenigen Minuten nach jedem Bestelleingang neu berechnen. Er macht das jetzt jede Stunde. Der kann jetzt am Tag so viele MRP-Läufe machen wie früher in einer Woche. Und der Kunde weiß sofort, wann seine Platte produziert wird. Ich kann natürlich aber auch nicht mehr das ganze Gebinde ins Lager legen, weil es sind halt 100 Einzelplattenaufträge, kommt ein RFID-Tag drauf. Jetzt sieht man plötzlich in der kompletten Inventory-Management, wo die Produkte lagern. Ich habe das ganze Tracking, Track and Trace in unserer Supply-Chain-Lösung enthalten. Und das Witzige ist nicht nur, dass das Inventory 90% weniger Fehler hat,
Auch die Eskalationen und die Beschwerden gehen runter, weil der Kunde sofort transparent weiß, was Sache ist über den Prozess. Das ist diese Veränderung eines digitalen Kerns über eine Omnichannel Experience, wo über irgendeinen Kanal die Losgröße 1 reinkommt. Und viele fragen, okay, aber was ist in dem S4 drin? Das war auch der Wunsch. Und wenn man sich das vorstellt, was wir gemacht haben, wir fingen an, im Frühjahr mit dem Simple Finance zu zeigen, wie man im Finanzbereich mit der Transformation des alten klassischen modular und funktional denkenden Datenmodells eine semantische Transformation gemacht hat. Was wir jetzt im November auf den Markt bringen, die S4 HANA Suite, das sehen Sie in allen Modulen, wo diese neuen Geschäftsmodelle und Datenmodelle reingepasst wurden. Wir haben wirklich uns überlegt, was heißt das für Logistik, was heißt das aus Manufacturing-Sicht, was passiert im Marketing, Supply Chain. Und das ist, wo wir in dem internen Projektnamen hatten, dieses SAP S-Log aus Simple Logistics war ein Projektname, dass man sieht, neben dem S4 HANA Finance laufen jetzt die Prozesse auch in die Materialwirtschaft. Die laufen rein ins Supplier Relationship Management. Und was wichtig ist zu sehen, über alle Module, die man aus der Suite kennt, hat man diese semantische Transformation durchvollzogen. Es ist dann immer der Fall, dass ich funktional sage, hier ist mein SRM, da ist mein MM, da ist mein PP. Also man überlegt sich, wie sieht so eine Logistik-Suite aus? Was heißt es aus Tracking-Sicht, aus Materialplanungssicht? Aber es ist halt alles redundanzfrei aus den drei Silos rausgenommen. Und was Sie jetzt machen können, das möchte ich Ihnen zeigen, Sie können auf jedes dieser Elemente in der Suite klicken und bekommen dann eine Roadmap, und zwar eine Roadmap derart aufgebaut, wo Sie sehen, was ist aktuell im Release drin, welche Funktionen werden neu gemacht, wann kommen die, das ist wirklich aufgebaut, wirklich mit Short-Term, Long-Term-Planungen. Sie sehen dann, welche Prozesse neu digitalisiert wurden, wo die Datenmodelle schon umgestellt wurden, welche Prozesse noch in dem alten Semantik laufen. Und was mir ein wichtiges Anliegen ist, und deswegen möchte ich Sie da einladen, wir aktualisieren diese Roadmaps für alle Bereiche einmal im Quartal, 90 Tage. Und es entspricht dann auch nachgelagert diesen 90-Tage-Zyklen der Entwicklung. Und diese Roadmaps sind verfügbar. Sie sehen das auch in der Präsentation. Da gibt es einen Link, wo Sie sich runterladen können. Ich habe jetzt hier mal die Roadmaps einfach mit ein paar Beispielen für Manufacturing, Sourcing, Procurement und auch die Industrien, also über die 25 Industrien dargestellt. Schauen Sie sich die Informationen an, die sind da. Und wir haben auch mit der DSAG, mit dem Vorstand und dem CEO-Circle vereinbart, ich würde sehr gerne von Ihnen das Feedback kriegen, sind es die richtigen Elemente aus Ihrer Sicht? Fehlen ganz grundlegende andere Prozessschritte, wo man über so eine semantische Transformation nachdenken muss? Sehen Sie, dass da aus dieser digitalen Transformation überhaupt kein Impact da ist, dass wir die falschen Prioritäten setzen? Ich lade Sie wirklich ein, helfen Sie mit einer Roadmap. Jedes Quartal werden die aktualisiert. Und das ist der Weg, wo wir genau uns auch mit Ihnen gemeinsam überlegen, was heißt es, diesen stabilen Kern in den digitalen Kern zu überführen. Und ich möchte an dieser Stelle einen Kunden einladen, das ist der Michael Hilsinger von der Firma Klöckner, um uns zu zeigen, wie ein Kunde diese digitale Transformation durchgeführt hat, und zwar mit Innovation und den Prozessen, weil was Michael Hilsinger verantwortet bei Klöckner, ist nicht nur die Aufgabe, hallo Michael, grüß dich. Grüß dich. Ist nicht nur die Aufgabe zu sagen, ich mache Innovation und bringe das in mein Business. Er hat noch zwei Hobbys. Das eine ist TCO und das andere Hobby ist Big Data. Und ich finde es ganz fantastisch, wie Klöckner hier erkannt hat, die digitale Transformation betrifft uns und der CIO, der Group CIO, hat dafür die Aufgabe und Verantwortung, und viel Spaß. Rolf, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hierzu beitragen kann, dass dieses gut gehütete HANA-Geheimnis, HANA-Cloud-Plattform-Geheimnis, ein bisschen weiter gelüftet werden kann. Als Group CIO bei Klöckner bin ich für die IT verantwortlich, und ich möchte eigentlich drei Dinge heute tun, ganz kurz in 10 Minuten, Ihnen mal sagen, was macht eigentlich Klöckner? Wie treiben wir die digitale Transformation voran? Und dann möchte ich diesen scheinbaren Widerspruch auflösen, dass traditionelle IT, insbesondere im Zusammenhang mit SAP, sehr langsam treten, dass man da keine Geschwindigkeit reinbringt. Das kennen sicherlich alle, die in IT-Verantwortung stehen. Lassen Sie mich ganz kurz mit unserem Vorstandsvorsitzenden beginnen, der unsere Strategie 2020 beschreibt, die ganz klar auf profitables Wachstum ausgerichtet ist. Und die wichtigste Rolle in dieser Strategie spielt tatsächlich die digitale Transformation unserer Industrie. Wir wollen da nicht nur unser eigenes Unternehmen transformieren, sondern tatsächlich die gesamte Industrie. Ganz kurz was zu Klöckner, was machen wir? Wir sind der größte produzentenunabhängige Stahl- und Metallhändler weltweit. Wir haben keine eigene Stahlproduktion, sondern wir kaufen den Stahl bei unseren Herstellern, ThyssenKrupp, Salzgitter und viele andere, ArcelorMittal.
und lagern diesen Stahl in unseren Standorten, 220 an der Zahl weltweit, und führen erste Anarbeitungsschritte durch. So ein Stahlträger wird abgesägt, es werden Löcher gebohrt, es wird geschweißt, da machen wir 3D-Laser, solche Themen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich unsere Kunden aus der Automobilindustrie, aus der Bauwirtschaft, aus dem Anlagenmaschinenbau und die sogenannte weiße Ware, das kennt jeder, aber auch gelbe Ware und grüne Ware, das sind die Bagger und die Landmaschinen, wenn man sich das so vorstellt. So, und dieses schöne Bild, was Sie da sehen, hat eine ganze Zeit lang hervorragend funktioniert und auch für gute Profite gesorgt. Leider ist es aber so, dass es erhebliche Ineffizienzen birgt. Nämlich die Produzenten auf der linken Seite produzieren mehr oder weniger in den meisten Fällen am Bedarf vorbei, weil sie nicht wissen, was die Kunden benötigen. Insofern haben wir hier das Problem, dass wir natürlich die Lagerhaltung hochhalten müssen mit entsprechenden Auswirkungen auf unser Networking Capital. Und hier müssen wir einfach schauen, dass wir dieses Geschäftsmodell optimieren. Und die Zielsetzung von unserer Seite ist wirklich, dieses 150 Jahre alte Geschäftsmodell und diese Branche end-to-end zu digitalisieren. Deshalb haben wir damit begonnen, die erste integrierte Service-Plattform für den Stahl- und Metallhandel zu bauen. Wir sehen auf der linken Seite die Lieferanten, die Hersteller, auf der rechten Seite unsere Kunden und in der Mitte wir als Stahlhändler, die Transparenz schaffen wollen, was eigentlich die Kunden benötigen, sodass die Hersteller bedarfsgerecht produzieren können. Wir haben damit bereits begonnen. Auf der Lieferantenseite integrieren wir unsere Lieferanten mit Standardtechnologie EDI, gehen da aber auch schon sehr viel weiter und generieren fortlaufend neue Ideen, wie wir unsere Lieferanten effizient anbinden können. Auf der anderen Seite haben wir die Kunden, denen wir heute schon die Möglichkeit bieten, zum Beispiel, sofern sie mit uns Kontrakte haben, Bestellungen auf Kontrakte auszulösen. Und damit sind wir schon im zweiten Halbjahr dieses Jahr weit fortgeschritten und werden das auch nächstes Jahr im ersten Halbjahr komplett abschließen. Das ist unsere Service-Plattform. Wir haben einen Webshop da angeschlossen, übrigens auch mit SAP-Technologie, mit Hybris, und sind wirklich sehr erfolgreich in der Umsetzung. So, was ich Ihnen jetzt noch zeigen möchte, ist, wie wir diesen Speed versus Roadmap Widerspruch auflösen. Meine, welche Ziele hat unser Geschäft? Welche Ziele verfolgen wir als IT? Natürlich hat das Geschäft Ideen, die haben Anforderungen, die wollen natürlich auch schnell umgesetzt werden. Und das möglichst auf einer flexiblen, innovativen Plattform, um neue Technologien auch nutzen zu können. Ich als CIO habe natürlich die Anforderung, Rolf hat es schon gesagt gehabt, die Kosten niedrig zu halten und möchte insofern auch relativ wenig Entwicklung in meinem On-Premise ERP-Backend-System haben, um auch den Core und die Stabilität im Core zu sichern. Gleichzeitig will ich dem Geschäft natürlich die Möglichkeit bieten, neue Technologien zu nutzen und die auch voll integriert in unsere Geschäftsprozesse zu fahren. Außerdem ist mir wichtig, wenn ich eine Cloud-Lösung nutze, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt, wer weiß, wenn die Preise bei SAP steigen oder bei anderen Anbietern, auch wieder remigrieren kann in die On-Premise-Welt. Hängt natürlich auch ein Stück weit davon ab, wie schnell SAP die S/4HANA-Roadmap umsetzt und wir natürlich auch adaptieren können. Also bei unserer Digitalisierungsstrategie setzen wir ganz klar auf die SAP-HANA-Technologie. Wir haben den ersten Schritt jetzt gemacht und im Frühjahr diesen Jahres, im März, zunächst unser ERP-System auf HANA migriert. Im nächsten Schritt, andere Kunden machen das anders, wir haben im nächsten Schritt erst das BW-System auf HANA migriert. Läuft stabil, hervorragend. Der nächste Schritt ist natürlich, dass wir uns jetzt auch mit den Prozessmöglichkeiten auseinandersetzen. Das haben wir auch getan. Das heißt, auf unserer Roadmap steht als nächstes S/4HANA Finance. Sie sehen, ich bin schon mit der neuen Terminologie hier vertraut. S/4HANA Logistics schauen wir uns auch an und werden das sicherlich im nächsten Jahr dann auch in die Umsetzung bringen. Oder vielleicht, sagen wir eher mittel- bis langfristig, bis SAP dann auch da Stabilität geschaffen hat. Aber für uns ist das ganz klar die Zielsetzung. So. Trotzdem möchte ich natürlich jetzt schnell sein und auf die Anforderungen meines Geschäfts reagieren. Und hier hat sich tatsächlich die HCP, die HANA Cloud Plattform, als innovative Lösung dargeboten. Und wir haben sehr kurzfristig hier ein Cloud-Szenario aufgesetzt. Also so lösen wir diesen, ja, wir werden das natürlich auch haben als ITler, diesen Widerspruch von Geschwindigkeit und langer Roadmap. Was haben wir gemacht? Wir haben gestartet Ende Juli mit einem zweitägigen Design Thinking Workshop. Sind wir ganz offen mal mit unseren Mitarbeitern, gemeinsam auch mit SAP, in Brainstorming gegangen und haben Ideen gefiltert und am Ende kam eine Idee raus, dass wir ein Vertriebscockpit bauen wollen. Das haben wir dann auch mal ganz rudimentär umgesetzt mit einer Microsoft SQL-Lösung und haben dann gesehen, dass wir an die Grenzen stoßen. Also sind wir wieder zu SAP gegangen und haben gesagt, wie können wir das denn jetzt schnell umsetzen? Wir wollen auch einfach mal zeigen, dass wir da Geschwindigkeit reinkriegen. Und dann haben wir uns zum Ziel gesetzt,
dass wir von Anfang August oder Mitte August bis jetzt hier zur DSAG einfach mal einen schönen Piloten bauen und das gemeinsam mit SAP in der HANA Cloud Plattform realisieren. Und wir haben es geschafft, ich werde es Ihnen gleich zeigen. Angefangen hat es dann mit den ersten Visual Designs, mit Design-Mockups, wie so ein Screen aussehen könnte. Dann haben wir in unserer ERP-On-Premise-Welt den HANA Cloud Connector implementiert, SLT aufgesetzt. Als nächstes Anfang September das Fiori Launchpad fertiggestellt. Wir haben dann unsere Single Sign-On-Konfiguration abgeschlossen, Sie werden es gleich sehen in der Demo. Und tatsächlich letzten Freitag die ersten drei Apps live gesetzt. Das Ganze basiert auf einem HTML5 Frontend, Fiori Design. ERP-Backend-Integration ist geschaffen. Wir replizieren Daten aus unserer On-Premise-Welt in die Cloud. Und ich kann nur sagen, was da rausgekommen ist, ist wirklich hervorragend. Ich habe es schon mal aufgerufen, also es ist wirklich live. Sie sehen es hier, ich bin hier angemeldet mit meinem User, michael-hilzinger-klöckner.com. Sie sehen jetzt hier ein Vertriebscockpit. Sehen die Idee dahinter ist eigentlich, Ausnahmen zu steuern, etwas zu managen, wo wir Handlungsbedarf sehen. So, wir haben hier insgesamt knapp 5200 offene Positionen. Wenn ich hier reinschaue, kann ich mir mal anschauen, für meine Niederlassung insgesamt 20 Verkäufer, wie viele offene Positionen die eigentlich so insgesamt haben. Ich kann dann Details mir zum Kunden anzeigen lassen, ich möchte da jetzt aus Gründen der Zeit gar nicht so tief einsteigen, zeige es gleich nochmal. Was ich auch machen kann, ist, ich kann hier ein Transportmanagement anstoßen. Die Anforderung von unserem Geschäft war zu sagen, Mensch, ja, wir haben keine hohe Auslastung teilweise unserer Transporte. Und wir wollen versuchen, dass wir diese Transporte auslasten, um vielleicht noch mehr Geschäft zu erzeugen. Ich suche mir jetzt mal einen Transport aus, habe ich vorher schon mal in den Speicher mit reingenommen gehabt. Sie sehen, dieser Transport hier hat nur eine Auslastung von 30%. Dieser Transport, der fährt jetzt eine bestimmte Route ab und auf dieser Route gibt es möglicherweise noch andere Kunden, die wir beliefern können. Schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Also auf dem Transport hängen jetzt 22 Lieferpositionen von verschiedenen Kunden und ich habe aber insgesamt 124 offene Angebote und vielleicht ist da ja ein Kunde dabei, der auf dieser Route liegt, den ich jetzt nochmal anrufen kann und dem zu sagen, hey, Kunde, hast du nicht Interesse, dieses Angebot jetzt anzunehmen? Wir können auch sehr schnell liefern. Ja? Gucke ich mir mal einen an. Vielleicht den Henning Dietrich. Ja, von dem sind jetzt auch die Kundendaten gepflegt. Wenn wir jetzt hier in unserer Umgebung wären, dann könnte ich hier die Telefonnummer anklicken, habe eine Skype for Business Integration und kann den Kunden direkt anrufen und ihn fragen, ob er Interesse daran hat, seine Lieferung früher zu bekommen. Kann das Ganze auch nochmal auf einer Landkarte visualisieren. Und das sind eben die Dinge, die hatten wir vorher nicht. Die haben wir natürlich nicht in so einer Microsoft-Lösung, wo wir Daten erst runterladen, kompliziert aus SAP, dann wieder aufbereiten. So eine tolle Map-Integration hatten wir nicht. Da waren unsere Endanwender im Business wirklich sehr überrascht, dass sowas auch in so kurzer Zeit möglich ist. Und ich kann jetzt hier, das wird die nächste Ausbaustufe sein, nochmal weitere Kunden aufgrund der Geodaten dieser Kunden mit auf diese Karte projizieren und kann dann sagen, ich kann die Route vielleicht noch abändern und kann dann zukünftig diesen Transport noch etwas besser auslasten. Also ich muss wirklich sagen, hätte ich auch selber nicht geglaubt, dass man das so schnell machen kann mit SAP. Insbesondere haben wir unser Business da sehr zügig von überzeugen können, dass das eine gute Sache ist. Und wir werden das jetzt auch noch komplettieren und dann Ende des Monats, Ende Oktober, geht es das erste Ziel ist erstmal deutschlandweit in alle unsere Standorte. Und insofern weiter so SAP. War eine klasse Sache. Ja, vielen Dank, Herr Hilzinger. Ich glaube, ja, zum einen erstmal, wie Rolf sagte, eines der bestgehütetsten Geheimnisse der SAP, die HANA Cloud Plattform. Ich hoffe, Sie haben so ein bisschen was gesehen und vor allen Dingen auch, was mir ganz wichtig war, es geht schnell. Wir haben einmal die Prozesswelt, wir haben zum anderen aber auch ein Schnellboot, wenn es darum geht, Innovationen sehr agil umzusetzen, ohne dass ich in Konflikt komme mit meiner Roadmap. Und wenn wir über die digitale Transformation sprechen, werde ich beides tun müssen. Ich werde meinen digitalen Kern digitalisieren oder den stabilen Kern mittel- und langfristig digitalisieren müssen. Zum anderen muss ich aber auch schauen, wie kann ich agil sein, um sehr schnell auf neue Anforderungen reagieren zu können. Ich denke, das war ein ganz tolles Beispiel. Kommen wir jetzt zu einem anderen Kunden, an den Sie vielleicht nicht automatisch denken würden, wenn es um das Thema Digitalisierung oder digitale Transformation geht. Vorwerk. Ich denke, den Namen kennen fast alle. Einer der größten Direktvertriebe der Welt. Ich habe immer an Staubsauger gedacht, wenn ich den Namen Vorwerk höre. Ich glaube, es geht den meisten von uns so. Und man denkt nicht unbedingt daran, dass diese Firma sehr, sehr weit ist, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Ein langjähriger SAP-Kunde.
Und die Firma hat sich entschieden, mit uns die Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Sie setzen auf Cloud-Lösungen, sie setzen auf das Thema Omnicommerce. Aber, und das ist das aus meiner Sicht Besondere, wenn wir uns mal anschauen, Thermomix. Ich kannte den Begriff vor einem Jahr noch nicht. Ein Thermomix, in Italien heißt der Bimby. In Portugal wird er häufiger verkauft als das iPhone. Und wenn ich so ein Gerät heute haben möchte, dann dauert das länger von der Wartezeit als das neue iPhone. Und was ist so besonders daran? Ursprünglich dachte man mal, naja, Digitalisierung in der Küche heißt, ich habe einen Kühlschrank, der bestellt selber die Produkte, die aus sind. Das hat sich nicht durchgesetzt. War aber immer das beste Beispiel, Digitalisierung in der Küche. Dann war der nächste Schritt, und das sehen wir schon an vielen Stellen, ist doch viel einfacher, ich baue eine Kamera in den Kühlschrank, dann kann ich sehen, was ist noch da, und ich bestelle die Produkte, die fehlen. Und die entscheidende Frage ist, kann ich Essen eigentlich digitalisieren, Rolf? Ich war das Wochenende auf Sylt gewesen und irgendwie ist mir jetzt danach so eine Currywurst zu essen, Rolf. Ja. Meinst du, kriegst du das hin? Harry, selbstverständlich, mit Technologie kriegt man alles hin. Und wie hat man früher immer gesagt, mit dem SAP R3-System kann man alles machen, sogar Toast backen. Und Essen zu digitalisieren hört sich auf den ersten Moment wirklich verrückt an. Aber wir haben noch was vorbereitet, weil Kochen ist ja eigentlich nur die besten Zutaten. Komm, ich nehme dich mal mit, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr. Okay. Und ich bin hungrig. Okay, ja? Ich baue dir eine digitale Wurst. Die Idee ist wirklich, Kochen ist ja nur Temperatur, Zeit, Druck, Arbeitsschritte, die richtigen Zutaten. Und wir haben noch was vorbereitet. Und jetzt schauen wir mal, ob der Harry seine digitale Currywurst kriegt, nach Sansibar Art. Pass auf, die Anja hat gemeint, wenn ich den Deckel vergesse, gibt es eine Sauerei. Deswegen ziehen wir uns was an. Also nicht, dass du mich dreckig machst beim Kochen, ja? Nee, ich habe nur gehört, wenn der Deckel irgendwie, dann kann es schief gehen. Das Interessante ist, wenn man sich vorstellt, hier steht diese Wunderkiste, die länger dauert als ein iPhone. Und wir haben ganz fantastisch, ja, wir haben ganz fantastisch die Sansibar-Zutaten zubereitet. Das Interessante ist, Sansibar verkauft über einen Shop, das hat der Bernd am Montag gezeigt. Sie bekommen die Zutaten, die Original-Sansibar-Zutaten, auch über Rewe. Und, ja genau, drücken wir auf Ja. Und jetzt muss ich mir vorstellen, wir machen hier Currywurst-Soße à la Sansibar-Art. Wir möchten wirklich die Currywurst packen. Und er sagt uns einfach, was wir hier reinschütten müssen. Wir haben die Tomatensoße schon drin. Jetzt machen wir Salz rein. Da muss man vielleicht auf Tara drücken, habe ich mal sagen lassen. Gehen wir weiter. Jetzt gibt es Sambal Oleg. Weil was wir gerade machen, ist Folgendes. Die Rezepte kennt man aus Rezeptbüchern. Was wir aber gemacht haben, wir haben die Rezepte auf einen digitalen Chip gebracht. Dieser digitale Chip, der ist hier nebendran. Man hat mir gesagt, ich kann ihn abnehmen, aber ich koche erst, dann nehme ich ihn ab. Da steckt. Pfoten weg. Ja. Finger weg? Okay. Nicht reinfallen. Kann nur ein Koch geben. Anja, kann ich das wegnehmen? Ist egal, aber ich zeige Ihnen gleich den Chip. Da ist ein digitaler Chip, da haben wir alle Rezepte drauf. Und wir haben beide keine Ahnung vom Kochen, wie man gerade merkt. Der Harry schüttet nur rein. Werden hier menügesteuert geführt. Das muss drauf, sonst gibt es Sauerei. Und ja, das haben wir gemacht. Klick weg, das ist eine Fehlermeldung. Genau, das muss Stufe 3,5. Okay. Und jetzt läuft es und das war's schon. Also man muss sich wirklich vorstellen, Rezepte werden digitalisiert, Zutaten kommen über Omnichannels, wir werden per Menüsteuerung geführt. Und jetzt muss man sich vorstellen, ohne Sauerei, gucken wir mal, ob die Wunderkiste in einer Viertelstunde das hinkriegt, was ich Ihnen versprochen habe, nämlich die Sansibar Currywurst Art. Und was heißt das jetzt eigentlich für die Zukunft? Man muss sich das einfach mal vor Augen halten. Sie überlegen am Wochenende mit Ihrer Familie, was Sie gerne essen möchten.
Die Kinder twittern das über Social Media. Die Rezepte kommen aus dem Internet. Das Gerät ist, wie Sie hier sehen, vollkommen digitalisiert. Die Zutaten kommen über irgendwelche Kanäle. Und irgendwann beginnen die Unternehmen zu sagen, welche Zutaten habe ich, und aufgrund dieser Sache werden die Rezepte verteilt. Das heißt, der Retail bestimmt, was gegessen wird aufgrund vom Angebot, und der komplette Prozess verändert sich. Die Sansibar hat jetzt die Emotion, wir werden sehen, ob wir das hinkriegen, von der Currywurst von Harry vom Wochenende hierher gebracht. Und ich sage immer, was heißt das für die Zukunft? Wenn Sie mit Ihrer Frau im Urlaub auf der Sansibar waren, die kennen Sie natürlich, haben Sie ja gesehen beim Band der Keynote, und es ist Valentinstag, dann heißt irgendwann, Rolf, ich schicke dir das Valentine's-Package, kannst du mal zu Hause richtig einen auf dicke Hose machen. Dann kommt das Paket, die Zutaten im perfekten Rezept, das wird über das iPhone dargestellt. Und dann gibt es noch 2 Schippen Sand und 3 Muscheln. Und dann kann man wirklich das perfekte Valentinsdinner kochen für den Partner. Das ist Digitalisierung vom Essen. Und wie schon gesagt, es ist keine Vision. Wir haben vorhin den Filmausschnitt gesehen von 1976. Es ist Realität heute. Und unsere Kunden machen das mit unserer Plattform. Die Frage ist, Harry, wie schaffen es andere Kunden? Ja, ich glaube, das ist ein guter Übergang, Rolf. Wir sehen einfach Vision und Wirklichkeit. Und das, was Vision noch vor vielen Jahren war, ist heute Wirklichkeit. Und wir wollen unseren Kunden helfen. Zusammen mit IDC haben wir ein Modell entwickelt, ein sogenanntes Maturity-Modell, wo wir anhand von 5 Dimensionen und 35 Fragen Ihnen als Kunden helfen wollen, eine Standortbeschreibung zu machen. Zu schauen, wo stehen Sie. Und wir messen Sie mit Hilfe dieses Maturity-Modells nicht nur gegenüber Ihren Peers, das heißt in Ihrer Branche, sondern branchenübergreifend, weil wir davon überzeugt sind, dass in der Digitalisierung es wichtig ist, über Branchengrenzen hinwegzuschauen. Dieses Maturity-Modell soll helfen, eine Standortbeschreibung festzulegen. Wo befinde ich mich? Und basierend auf dem Status quo werden Handlungsempfehlungen gegeben. Das heißt, wie kann ich auf die nächste Stufe kommen? Was für Möglichkeiten habe ich und wo sollte ich mich darauf fokussieren? In welchen Bereichen habe ich gegenüber anderen Mitbewerbern, aber auch aus benachbarten Branchen, wo habe ich Aufholbedarf? Wer ist viel weiter vorne? Das heißt, ich kriege ein Gefühl dafür, wo stehe ich eigentlich, was das Thema digitale Transformation angeht. Wir wollen Sie dabei unterstützen. Das heißt, es ist nicht nur eine einmalige Bestandsaufnahme, sondern auch unsere Servicekollegen und Kolleginnen haben Angebote entwickelt, um basierend auf diesem Assessment mit Ihnen gemeinsam die Diskussion zu suchen und zu schauen, wie wir gemeinsam den Weg einschreiten können, uns eine Stufe weiter nach oben zu bewegen. Das Ganze, und ich glaube, das ist das Besondere, wenn wir über Digitalisierung sprechen, ist in der Regel kein reines IT-Thema. Sondern die digitale Transformation ist ein Thema, was das gesamte Unternehmen betrifft. Jeder neue Prozess, jedes Geschäftsmodell wird immer getragen von Technologie. Das heißt, deshalb gibt es auch viele, viele unterschiedliche Ansätze. Das eine Unternehmen sagt, okay, die IT ist für mich der Kern der Digitalisierung. Andere Unternehmen sagen, okay, ich muss 2 Startups übernehmen, die haben mehr Ahnung von Digitalisierung als die klassische Unternehmens-IT. Oder ich stelle einen Chief Digital Officer ein, baue eine neue Abteilung auf. Es gibt nicht einen Weg, der richtig ist und einen Weg, der falsch ist. Wichtig ist, den Dialog zu suchen. Wir als SAP sind davon überzeugt, nur gemeinsam mit Ihnen, liebe Kunden, können wir die Reise erfolgreich abschließen. Und ich möchte Sie einladen, mit uns gemeinsam einzusteigen, in den Zug, der Sie nach vorne zieht, der Sie nach vorne bewegt und der Ihnen ermöglicht, die nächste Stufe zu erklimmen. Schauen wir uns an, was haben wir heute für ein Portfolio? Unser Portfolio, so wie der Rolf das beschrieben hat, ist sicherlich so groß, wie es noch nie war. Und das macht es auch nicht ganz einfach. Auch für uns SAPler ist das nicht ganz einfach. Weil wir haben in den letzten 4, 5 Jahren so viel Innovation in den Markt gebracht, für Sie, liebe Kunden, um Ihnen zu helfen auf der Reise. Sodass vielleicht an der einen oder anderen Stelle es gar nicht so ganz einfach ist, den Überblick zu behalten, weil auch manche Produkte sich sehr ähnlich anhören, aber doch sehr unterschiedlich sind.
Ob es die HANA Cloud-Plattform ist, als bestgehütetes Geheimnis, die HANA Enterprise Cloud oder S4HANA, Suite on HANA. Ich hoffe, Sie haben viel mitgenommen heute, beziehungsweise in den letzten 3 Tagen. Ich möchte nicht alles hier nochmal erklären, weil dann sprenge ich definitiv die Zeit. Was mir aber ganz wichtig ist, dass Sie verstehen, wie unsere Strategie als SAP aussieht. Wir haben nicht nur den digitalen Kern mit der Business Suite, sondern wir haben viele Möglichkeiten des Einstiegs, wie Sie, liebe Kunden, mit uns auf die Reise gehen können. Das kann das Thema Customer Experience, Omnichannel sein, aber auch das Thema Workforce Engagement oder, wie beispielsweise bei Klöckner, über die HCP ein sehr, sehr einfaches, aber sehr eindrucksvolles Beispiel. Ich möchte ein Thema nicht unversäumt lassen, auf das Sie vielleicht gewartet haben und nichts dazu gehört haben. Das Thema Promotion. S4HANA Foundation Promotion, die gestern abgelaufen ist. Wir haben bisher nichts announced dazu. Jetzt obliegt es mir, den Vorhang zu heben und Ihnen zu sagen, wie es weitergeht. S4HANA ist das am schnellst wachsendste Produkt in der Geschichte der SAP. Wir haben seit Start am 10. Februar über 1000 Kunden. Und wir haben uns dazu entschlossen, aus 2 Gründen, dass wir die Promotion verlängern bis Ende des Jahres. Was sind die 2 Gründe, werden Sie fragen? Ein Grund liegt auf der Hand. Wir werden das Major Release S4HANA im November herausbringen. Und es wäre eigentlich nicht fair, kurz bevor das Release rauskommt und Sie genau sehen, was Sie bekommen, wir die Promotion auslaufen lassen. Das ist der erste Grund, warum wir es getan haben. Der zweite Grund ist, wir haben über 2000 Kunden, die Suite on HANA heute einsetzen. Und wir haben es nicht geschafft, in der Kürze der Zeit wirklich alle Kunden, die Suite on HANA einsetzen, von dieser Promotion zu überzeugen, sie mitzunehmen. Und wir glauben, dass das sehr reizvoll ist und wir das nachholen werden in den nächsten 3 Monaten. Das sind die beiden Gründe und ich freue mich auf interessante Gespräche mit Ihnen in den nächsten Wochen. Da ich das nicht alles alleine machen kann, diese Gespräche führen, möchte ich Ihnen auf besonderen Wunsch der DSAG ganz kurz mal mein Team vorstellen. Zumindest Ihnen mal ein Gefühl dafür zu geben, wie wir in Deutschland eigentlich aufgestellt sind. Da wir sehr breit geworden sind im Portfolio, wie ich eben sagte, ist es nicht mehr möglich, dass eine Person alles abdeckt in der Tiefe. Wir haben ein sogenanntes Account Management, was Sie hier sehen, unter den halb der Sektoren. Das heißt, wir sind nach wie vor in der führenden Dimension aufgestellt nach Industrien. Wir haben aber auch eine ganze Reihe von Themen vertrieben, die wir benötigen, um Ihnen den nötigen Tiefgang liefern zu können, wenn es darum geht, neue Lösungen mit Ihnen zu diskutieren. Mein Team und ich freuen uns, mit Ihnen gemeinsam in den nächsten Wochen, hoffentlich, wenn es dann von Ihnen gewünscht ist, die Reise zu beginnen, Sie mitzunehmen in die digitale Transformation. Aber Rolf, wie geht es denn weiter? Ja, Harry, das ist. Was kommt denn danach? Das ist eine sehr gute Frage. Was kommt danach? Wenn man sich so anschaut, was sind momentan die in R&D, in Forschung heftigsten Trends, die am meisten diskutiert werden, ist das Thema Machine Learning. Und beim Thema Machine Learning kommt halt ein Umstand der ganzen Sache zugute, was du vorhin erwähnt hast, bei den Megatrends, das ganze Thema Supercomputing. Wir sind zum ersten Mal in der Lage, dass das Ganze, was man früher unter künstlicher Intelligenz dargestellt hat, Self-Learning Algorithms, in der Lage ist, dass wir aufgrund der Fehler, die gemacht werden, so schnell rechnen können, dass Maschinen über selbstlernende Algorithmen das gleiche, die gleiche Fehlertoleranz oder Signifikanz erreichen wie ein Mensch bei der Entscheidung. Auf gut Deutsch, die können genauso entscheiden wie wir, allerdings viel schneller, 24x7 und so weiter. Ich habe mich davon selbst überzeugt, Sie kennen alle noch die Spiele, Computerspiele, Commodore 64, wo man mit so 2 Tasten so das Rennspiel hatte, wo immer so ein Bildschirm zeigte, sich aufgebaut hat. Und ich habe mich dann davon überzeugt im Silicon Valley, wir haben eine Kamera draufgerichtet mit einem selbstlernenden Algorithmus, wie ein Auto fährt im Spiel und nach 37 Durchläufen, die ein Mensch gespielt hat, war die Maschine besser als der Mensch. Wir nutzen dieses Self-Learning Algorithm mittlerweile auch bei SAP in unseren verschiedenen Bereichen. Ein Beispiel, was ich nennen möchte, ist Cloud for Customer, wo wir hergehen und aufgrund von Twitter-Feeds haben wir der Maschine gelernt, was Kaufverhalten ist. Und wir können automatisch, egal was Menschen twittern, qualifiziert
einen Lead-Generation-Prozess machen, also qualifizieren, wer hat Interesse an einem Gerät, wer möchte es kaufen, wer hat schon es gekauft, und Sie sehen per Knopfdruck, wer war die Person. Es werden also automatische, komplette Pipelines aufgebaut über das Selbstlernen. Und man sieht jetzt eins, wo es eigentlich hingeht, und das ist das Interessante, und damit endet eigentlich auch unsere Reise. Wir sind wieder zurück bei der Massendatenverarbeitung, weil dieser Learning Algorithm ist nichts anderes als, ich nehme diese massiven Datenmengen, die ich jetzt von überall habe, the physical internet, und prozessiere auf den Daten mit Algorithmen, die selbst lernen und immer sich weiterentwickeln. Und was Sie hier sehen, einfach um das zusammenzufassen, wir haben angefangen der Massendatenverarbeitung, sind über die Prozessexzellenz jetzt an einen Punkt gekommen der Digitalisierung und Differenzierung, wo das Innovationsthema integriert ist über den kompletten End-zu-End-Prozess. Sie haben gesehen, die Megatrends, ob das jetzt Big Data ist, die Megatrends über das ganze Thema Industrie 4.0, alles, was wir über Hyperconnectivity haben, Supercomputing, hat sich über die Epochen weiterentwickelt zu dem Punkt, wo wir sagen, bringen Sie die Daten und Ihr Wissen, die Prozesse zusammen, schaffen Sie auf der einen Seite Innovation für neue Ideen und auf der anderen Seite hat man nach wie vor Prozessexzellenz und Geschäftsprozesse. Das wird auch immer so sein und es wird eine ganz, ganz tolle Zukunft, wenn man damit anfängt, sich auseinanderzusetzen und die zu gestalten. Werden wir es nicht tun, werden es andere für uns tun. Und es ist für mich immer wichtig, dass man diese Prozesse, diese Themen beherrscht. Und dann bin ich mir auch sicher, Harry, was man hier im Hintergrund noch sieht über die Fotos, dass wir eben nicht diese Negativbeispiele haben, wo jemand verschwindet. Ich möchte, dass unsere Kunden uns genauso begleiten wie wir auch selbst, wo wir jeden Tag uns die Frage stellen müssen, sind wir noch zeitgemäß, haben wir die richtigen Prozesse und Innovationen so aufgegleist, dass wir nicht irgendwann mal als eines der Unternehmen stehen, die nach 40 Jahren, 50 Jahren nicht mehr sind. In diesem Sinne, das war unsere Reise. Sag mal, Rolf, jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn mit deinem digitalen Essen? Funktioniert das überhaupt? Lass uns gucken. Ich gehe mal fest davon aus, dass es funktioniert, weil ich habe es ja ausprobiert. Hast du Hunger? Du, ich habe noch keinen Mittag gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Du musst es dann auch probieren. Na, das ist alles perfekt. Das optimieren wir jetzt mal. Na? Ja, das sind nur noch wenige Sekunden. Weil der macht so ein ganz cooles Jingle. Achtung, ich mache mal Mikrofon. Guck mal, er kühlt ab. Ja, das muss man uns verbrennen. Achtung. Hol mir schon mal einen Löffel, aber nimm dir das mit, das ist scharf, nimm einen anderen Löffel. Den haben wir Oleg, nehme ich lieber nicht. Das war das Ding. Achtung. Jetzt geht's auf. Boah, das sieht cool aus. Achtung. Oh. Lass uns mal eine Wurst holen. Ich glaube, da hinten kommen die an, ja? Magst du abschmecken? Wer möchte, kommt mal her. Es gibt mal probieren mit uns. Vielleicht der DSAG-Vorstand. Dürfen Sie mal einladen auf eine Wurst? Magst du probieren, Harry? Ja, du kannst nicht heiß. Ich kann nicht heiß, das ist mein Problem. Ich verbrenne mich sofort. Das ist der Hammer. Schmeckt wie auf der Sansibar. Jetzt geht's um die Wurst. Achtung. Also hast du. Guck mal, das erste digitale Essen hier. Anja, komm mal hoch. Sehr gern. Ich dachte, das wäre Analogfleisch. Nicht gedruckt. Das wäre fies mit Analogfleisch. Noch mehr, jetzt geht es weiter. Jetzt kommt die Sauerei. Jetzt war das mit der Schürze. Drehen wir um, genau. Ja, zur Seite. Genau. Ah, da merkt man, Anja, du hast viele Kinder zu Hause. Die haben immer Hunger. Nochmal drehen. Ich nutze vielleicht da ganz kurz die Gelegenheit, solange der Rolf noch dabei ist, ja, das Essen aufzufüllen, habe ich noch ein kleines Announcement zu machen. Das neue Buch von Hasso Plattner und Bernd Leukert können Sie bei uns am Stand bekommen, wenn Sie einen kleinen Fragebogen ausfüllen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir Sie in großer Anzahl noch begrüßen würden heute. Wir haben noch einige von den Büchern da. Füllen Sie einen kleinen Fragebogen aus und bekommen Sie dieses Buch, The Memory Revolution. Ich kann es sehr empfehlen. Scheuen Sie sich nicht. Sie haben es schon. Ich habe noch eins hier, aber viele, viele Exemplare liegen noch am Stand. Ich habe mich zu bedanken. Rolf, kommst du auch noch mal kurz zu mir? Jawohl. Wir warten mal ab, wie es den Herren schmeckt. Noch stehen sie alle. Also so? Von daher? Ich denke, wir voten mal. So, so oder so? Die Soße ist gut, die Wurst ist kalt. Ah, wir haben auch die Wurst nicht gemacht, wir haben die Soße gekocht. Die Wurst kam ja hier vom Kongress gewesen. Wir haben uns zu bedanken. Ich hoffe, wir haben Ihnen einige Anregungen liefern können, was es heißt, mit uns auf die Reise zu gehen, auf die Reise
in die digitale Transformation. Vielen Dank. Bis hoffentlich bald wieder.